Ja, guten Tag, herzlich willkommen bei Immon 615. Das ist meine Wenigkeit, das ist Mario Kart 8 Deluxe und wir spielen dieses fantastische Spiel weiter und fahren heute den letzten Cup auf 2 auf 150. Da fahren wir auf gespiegelt und boah, das wird schon toll. Heute fahren wir mit Ludwig, heute fahren wir mit dem Schiff, mit der Galeone. Ja. Und, ja, komm, machen wir mal. Nee, komm, wir haben das so lange nicht mehr gemacht, wir machen das mal mit den Großen. Und, weil das schon so passt, nehmen wir den auch dann. Propellerkampf, los geht's. Der Propellerkampf. Ja, ich frage mich immer noch, warum, wieso, aber hey. Egal. Egal. Wir haben an diesem Spiel Spaß und das ist die Hauptsache. Und ja, Sydney. Und gucken wir mal, wer jetzt dieses Rennen gewinnt. Ja, ihr da draußen mögt jetzt wahrscheinlich sagen, so von wegen Immon, wie geht's denn weiter mit FIFA? Ich dachte, jetzt kommt mal ein FIFA-Teil. Leute, alles entspannt. Alles entspannt. Genau. Alles entspannt. wir wollen ja trotzdem noch Mario Kart fahren. Ja. Also Items schlechter einsetzen als ich tue gerade, ich das hier gerade tue, kann man eigentlich nicht. Aber macht die Sache wieder interessant, würde ich mal sagen. Allein das, was war das denn? Kollege Iggy, was war das denn? Hat der Tanuki Mario einfach eiskalt weggedrängelt und ist dann selber nicht wirklich vorangekommen oder beides? Ja, das war nicht gut. Ja, ich muss erstmal wieder hier aufs Feld kommen. Iggy hat es hier eiskalt. Der ist hier eiskalt gerade. Faustdick in den Ohren, wollte ich sagen. So rum. Iggy hat es hier faustdick in den Ohren. Ja. Aber so wollte ich das doch haben. Nicht so. Ja, Münzen haben ja auch keine mehr. Münzen. Ja. Auch keine Münzen. Jo. Einen haben wir. Das sind jetzt zwei. Fantastisch. Tanuki Mario mit seinem Tanuki Buggy. Den haben wir auch im vorletzten Teil freigeschaltet. So, Wendy auf 1. Das ist doch Kart-Feeling, wie wir es haben wollen. So, dann in die Konzerthalle. Und das ist ein Sieg von Ludwig. Ja, Wendy auf 5 von Abschluss. Interessant, also das könnte natürlich ein interessanter Squad werden und ich hoffe darauf, dass das definitiv eine richtig interessante Gruppe wird. Ach man, natürlich mit den Münzen ist das nicht so, wie es wollte. Gebe ich zu. Also ich möchte ja einmal 10 Münzen haben, damit wir hier auch schön viel freischalten. Das hat jetzt nicht so sollen sein, halb so wild. Wir haben ja noch genug Rennen, also definitiv. Leider kann man ja nicht in einem Rennen mehr als 10 Münzen einsammeln. Das wäre so schön, wenn man das könnte. Aber nein, kann man nicht. Was auf jeden Fall auch schön ist, wenn man mal überlegt, also die 5000 ist ja das, was ja das Ziel ist mit den Münzen. Also wenn man 5000 Münzen hat, ist alles fantastisch. Naja, braucht man mindestens 500 Rennen. So, und wenn man noch nicht mal überall 10 Münzen einsammelt, ne?
könnte natürlich länger dauern, aber hey. Irgendwann können wir ja mal nachrechnen, wie viele Rennen wir gebraucht haben. Ein paar technisch ist es ja eigentlich relativ einfach zu errechnen. Wir haben ja pro Fahrt nur 6 Rennen. Rausschneiden tue ich in der Hinsicht ja nichts. Also bislang ist kein Rennen irgendwie rausgeschnitten worden, weil es irgendwie nicht lief. Wir haben jetzt sehr weit Vorsprung. Eine Bombe als Schutzitem, ich glaube, das ist keine gute Idee. So, ah, schade, ich dachte, das zählt wirklich tatsächlich als Double-Item. So. Ja, jetzt kriegen wir die Münzen, die ich jetzt, die ich eben noch vorgefordert hatte. Jetzt kriegen wir sie. So, die behalte ich tatsächlich. So. Danke. Ich dachte so, es könnte ja sein, dass noch kurz vor Ende des Rennens sich überlegt wird. Nee, da ärgern wir nochmal den Immon. Denkst du? Pustekuchen. Immon nicht geärgert. Yes. Immon nicht geärgert. Immon nicht geärgert. Pitchrock. Ja, Pitchrock finde ich definitiv ist eine gute Strecke, die auch gut hinzugefügt worden ist. Ja, dritte Welle ist auch angekündigt. Wird auch hier bei mir relativ zeitnah fast. Also ich würde mal schon fast sagen, wenn die dritte Welle rauskommt, werde ich es versuchen, so zeitnah wie möglich dann auch zu veröffentlichen. Meine Rennen für dritte Welle. Nicht so wie ja, mit beiden. Ich wollte schon sagen, wir haben zwei. Wow, wie weit vorne wäre ich hier wieder zurückgelassen. Ich glaube, das Spiel selber. Ah, ich könnte jetzt natürlich sagen, man könnte jetzt sagen, so von wegen, oh, das ist ein böser Bug eigentlich. Jawohl. Achievement. Dead Eye? Ach man. Ja, das gibt's ja hier leider nicht. Ja, wir können hier oben lang. Das sind wir bei 50 gefahren. Und hier lang. Ich hab ja noch ein Item. Das ist nur eine Bombe ist. Ja. Die ich einfach nach bös nach vorne werfe, anstatt sie nach hinten zu werfen, weil ich gedacht hatte, wenn ich sie nach hinten werfe, kriegt vielleicht die Bombe, macht sie bumm, wenn ich dann nochmal. Aber nein, ich werfe sie nach vorne. Ja, ihr da draußen denkt auch so von mir, auch immer. Ja. So, ich würde mal sagen. Super des Todes, der kann natürlich viel anrichten, aber Gott sei Dank. Oh je. Wow! Das hätte böse enden können, Ludwig. Das hätte böse enden können. Gut, dass es nicht böse geendet ist. Aber Iggy auch nur auf 5, Wendy auch nur noch auf 10. Also, da ist tatsächlich dann sehr viel im Argen gewesen im ersten Rennen, ne? Also das erste Rennen, da habe ich echt gedacht, so von wegen, wow, das kann jetzt eine richtig interessante Geschichte werden. Aber so, nee. Nee, leider nicht. So, bei 100 haben wir hier auch was erlebt. Für diejenigen, die letztes Mal nicht so ganz aufgepasst haben. Da haben wir auch hier hochnäsig, wie ich bin, habe ich gesagt, so von wegen, oh, easy, haben wir gewonnen. Aber dann haben wir am Ende dann doch zwar gewonnen, ja, aber nicht so easy, weil das dann doch noch böse nach hinten losgegangen ist. Also... Münzentechnisch. Ja, das war ein Ticken zu früh. Aber dafür wird wenigstens jetzt mal jemand anders getroffen als ich. So. Danke. Das haben wir. Jo, eine Münze ist gut. So, und diesmal werfen wir sie auch nach hinten.
Ja, das war nicht gut. Es reicht aber. Es reicht aber, Gott sei Dank. Gut. Also das Eiscremeland, oder besser gesagt hier die Eiscreme-Promenade. Eieiei, so viel Zucker, wie hier zu sehen ist. Das wird nicht so, das wird nicht so den Zahnarzt freuen. Auch der der Helikopter, ne? Oh, ja. Penn ich, fahr. Der Helikopter. Auch eine Eiscreme, eine Erdbeerwaffe. Besser gesagt, eine Eiscreme mit Erdbeer. Kugel. Auch das ein schönes Gimmick. Also hier ist wirklich alles drin. Ja, was tendenziell noch schön wäre, wenn es dabei wäre, neue Charaktere. Wäre noch cool. Weil wir haben ja zum Beispiel auch bei anderen Spielen noch ein paar Charaktere, die es jetzt dann doch noch in dieses Universum geschafft haben. Pauline zum Beispiel. Güte macht die auch mittlerweile bei so vielen Sachen mit. So, diesmal bin ich mal vorsichtig. Ja. Vorsichtigkeit wird jetzt hier nicht bestraft. Wir gewinnen das Ding. Und ja, das ist auch interessant hier. Bewohner ist letzter geworden. Toadette, man darf es nicht vergessen, im ersten Rennen richtig stark gewesen. Also grundsätzlich, also das ist hier eng beieinander gewesen. Aber hey, wir haben alle Punkte geholt. Wir haben 3 Sterne. Und ich bin begeistert. Und ich hoffe, ihr da draußen auch über diese Leistung. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Und, ja. Nächste Woche dann logischerweise dann mit dem gespiegelten Cup. Und ist noch was hinzuzufügen? Wir haben 3100 Münzen gesammelt. Das ist gut hinzugefügt. Und, dementsprechend freue ich mich darauf, dass wir nächstes Mal mit einem neuen Fahrzeugteil den nächsten Charakter fahren können. Also, danke fürs dabei sein und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, tschüss!